Hallo, mein Name ist Ansin Zessler. Wir sind heute hier in Sursee, das ist in der Zentralschweiz, und es geht um das Thema Rennsportkombis. Und glücklicherweise ist heute der Horst bei uns im Haus, der Horst Seiger, und Hallo. ist heute dabei. Das heißt, wir haben natürlich die Riesenchance, auch mal ebenso dieses Thema der Praxiserfahrung eben halt auch an so einem konkreten Produkt zu besprechen. Was wir sonst ansonsten auch machen, dass wir uns eben halt austauschen. Aber ich finde es natürlich super, dass du heute dabei bist. Und ja, und dann können wir ein bisschen über Rennsport sprechen. Warst du in der letzten Zeit noch unterwegs irgendwo oder Ja, ich auf der Strecke? bin gestern zurückgekommen vom ersten Test, nicht vom ersten, aber vom ersten Test mit dem neuen Superbike, mit der neuen E1, und ja, war fantastisch. Ich bin ja froh, dass die Grenzen wieder offen sind, dass wir überhaupt was machen können, oder? Wenn so Ja. monatelang daheim sitzt, dann verzweifelt man schon. Ja. Gut. Und Kombi hat gehalten und kein Sturz. Ja, ich habe zuerst das alte Kombi angezogen. Es ist nämlich so, dass es leichter Aberglaube ist: neues Motorrad, neues Kombi. Nein, zuerst einmal mit dem alten, und dann habe ich das, nächsten Tag habe ich das neue angezogen. Und ja, perfekt. Und ich würde vorschlagen, wir starten einfach mit der Kombi durch. Das ist die RS 800 von X. Die besteht natürlich aus feinstem Rindleder. Das kommt aus Brasilien. Die machen Ja. eben halt ein ganz tolles Leder. Aber mein Und Lederkombi, der hat Känguru-Leder, oder? Und das kommt sicher nicht aus Brasilien, doch, oder? nee, aus Brasilien nicht, Ja. aber die RS 800 gibt es Ja. tatsächlich auch in Känguru-Leder. Da kann man halt wählen, und das kommt logischerweise aus Australien. Ja. Gut, und Känguru-Leder hat übrigens den Vorteil, dass es noch reißfester und abriebfester ist. Und deswegen kann man es im Grunde genommen dünner einsetzen. Ja? Also das liegt dann so bei 1 mm Dicke ungefähr, ein Rindleder eher bei 1,3 mm, und dabei spart man natürlich, wenn man möchte, Gewicht. Ne? Und das ist bei dir natürlich. Das ist bei mir gut, wenn man Gewicht spart, weil ich habe genug Gewicht. Genau. Aber da wo ich den riesen Unterschied merke vom Rindsleder zum Känguru-Leder, ist die Beweglichkeit, oder? Das sind wir schon in Dimensionen jetzt mit den neuen Lederkombis, mit dem Känguru-Leder, das ist wie ein Jogginganzug. Und früher war das immer so steif und starr. Und jetzt ziehst du einen neuen Lederkombi an, oder? Ich habe ja gerade erst den neuen angezogen, ziehst an und der passt. Krass. Und du musst den jetzt nicht eintragen, Ja, tagelang, und ja. bevor du könntest neuen Lederkombi anziehen, aufsteigen und Rennen fahren. Ja. Und das war halt früher nicht so mit Schwieriger. dem dicken Leder. Da hast du Ja. immer braucht ein bisschen Bewegung Ja. und so. Ja. Ja. Also wie gesagt, die gibt es eben halt in beiden Varianten, Rind und Känguru. Und das ist, sage ich mal, logischerweise immer noch das abriebfesteste Material. Dann setzt man natürlich hier so Hightech-Material ein im Innenbereich. Das ist auch hoch abriebfest, aber das hat eben jetzt diese Dehnfähigkeit. Ne? Damit du möglichst viel Bewegungszonen hast, ist wahrscheinlich bei dir ja ein extrem wichtiges Thema auch im Rennsport auf der Rennstrecke. Musst ein Ja, bisschen. wenn du dich nicht bewegen kannst, dann musst du gar nicht losfahren, musst gar nicht Ja. aufsteigen. Das Thema habe ich oft, wenn Leute kommen und sagen: Ah, früher war alles so, es ist so leicht gegangen, ich komme nicht mit dem Knie mehr auf den Boden, ich fühle mich nicht gut. Und dann sagst du: Hast du ein neues Lederkombi? Und er sagt: Ja, sag ja, passt's auch. Und da ist das Problem. Das merken die meisten gar nicht, wenn sie aufs Motorrad sitzen, haben einen neuen Lederkombi, der nicht richtig passt, und auf einmal können sie sich nicht mehr richtig bewegen. Dann kann er nicht mehr richtig fahren, er kann sich nicht konzentrieren, und dann, Geht gar nichts ja. mehr. Ja. Also, Stretchzonen sind natürlich wichtig. Innenarm haben wir sie eingesetzt, hier im Schrittbereich und hinten der ganze Kniekehlen- und Wadenbereich. Also, da hast du die Bewegung drin. Und zusätzlich natürlich hier den Akkordeon-Stretch über dem Ellenbogen. Der ist halt wichtig, dass du hier auch Bewegung drin hast, damit der Protektor eigentlich nicht auf die Gelenke drückt. Und hinten im Schulterbereich, damit du dich bewegen kannst, und an den Seiten auch noch. Ne? Also, das ist so, sage ich mal, für die Komfort- und Beweglichkeitsgeschichte. Und dann haben wir noch eingebaut ein rausnehmbares Futter. Rausnehmbares Futter, und das ist mit Coolmax ausgerüstet. Das steckt hier innen drin. Und da hast du eben halt im Grunde genommen die kühlende Funktion in dem Futter. Und du kannst es hier einfach mit dem Zipper rauszippen. Und ich sag mal so, spätestens nach einer Saison sollte man, oder bietet sich es halt an, mal ein Futter zu waschen, kann man einfach in die Waschmaschine stecken. Und das ist auch easy gemacht, weil die Protektoren, die haben wir nicht mehr im Futter befestigt, was ja oft so ist. Aus dem Grunde, weil die sich natürlich auch verschieben oder verrutschen können, sondern die haben wir jetzt im Außenbereich befestigt. Das ist bei deiner Kombi auch so gebaut, ne? Dass die eben halt
eben fest an der Außenhülle sitzen. Und was wir noch gemacht haben zum Abriebschutz, wir haben doppeltes Leder eingesetzt an den Ellbogen, Schultern, Gesäß, Hüften und Knien. Also überall doppeltes Leder und das gibt natürlich den nötigen Abriebschutz. Ab und zu braucht es das. Ja. Ja, leider. Da hast du ja auch Erfahrungswerte logischerweise, wahrscheinlich mehr als derjenige, der sonst auf der Straße unterwegs ja, ist. Ja, ich denke, ich habe jetzt so 25 Jahre lang Sturzerfahrungen gesammelt und ich kann sagen, ich habe alles durchprobiert. Von der Isle of Man bis zum Hochgeschwindigkeitssturz beim 24-Stunden-Rennen und das auch mehrfach in 24 Stunden. Und was ist das für eine Geschwindigkeit, so, was du mal geschafft hast beim Sturz? Ich würde sagen, in Manglikur, sechster Gang voll austreten, das sind schon die 300 km/h, einfach in die Bremse gegriffen, Vorderrad eingeklappt und dann bin ich die ganze Gerade hochgerutscht. Ich denke, es war so 3 oder 4 Uhr morgens, es waren noch, weiß nicht, 5, 6 betrunkene Franzosen auf der Tribüne und dahinter viele Rauchschwaden, weil es sind 100.000 Leute dort, aber um 4 Uhr morgens sitzen nicht mehr so viel und die war, glaube ich, die Attraktion, der Grund dafür, dass die dort noch dann gesessen sind um 4 Uhr in der Früh und ich habe es nicht gesehen, aber wahrscheinlich haben sie die Welle geschlagen, wie ich dort mit 300 vorbeigerutscht bin am Hosenboden. Show. Aber ich muss sagen, obwohl es eigentlich eiskalt war, ist mir doch ein bisschen warm geworden und was soll ich sagen? Ich bin mit dem gleichen Lederkombi ist 24-Stunden-Rennen weitergefahren und fertig gefahren. Wow. Also, das ist, es ist ich muss aber dazu sagen, es war nass. Das hat vielleicht auch ein bisschen geholfen. Hilft ein bisschen. Aber trotzdem, ein Sturz mit 300 km/h und du rutschst ein paar hundert Meter am Asphalt dahin und es ist kein Naht offen, das ist schon beeindruckend. Cool. Ja. Gut, gut. Ja. Wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Doppeltes Leder, ne? So im Innenbereich, Futter rausnehmbar. Dann gibt es hier natürlich viele Sachen, so Meshmaterial, das ist hinten in der Rückenprotektortasche eingesetzt, damit du atmungsaktiv bist, dann schwitzt man natürlich nicht so. In dem ganzen Ding stecken natürlich Protektoren drin. Ich habe hier noch ein paar liegen. Einmal der Rückenprotektor, die sind halt enorm schlagdämpfend, ja? Also das ist richtig kräftiges Material, was im Grunde genommen die Energie aufnimmt. Und das ist auch das Prinzip, wie wir dann eben halt auf Prüfmaschinen so eine Schlagdämpfung prüfen. Also wir legen das auf ein Prüfgerät, von oben fällt ein Gewicht aus einer hohen Höhe runter, schlägt ein und unter dem Protektor messen wir dann mit einem Gerät und einem Computer, welche Energie da noch ankommt. Und dann kannst du im Grunde genommen schauen, was ist die richtige Schäumungstechnik, das richtige Material. Und das Geheimnis ist, dass die im Grunde genommen beweglich bleiben, jede Bewegung mitmachen und gleichzeitig, man hört das so am Klang auch, dann, wenn ein Einschlag kommt, eben halt auch Energie verarbeiten. Und das auf so einer kurzen Strecke. Und die setzen wir dann die gleichen Materialkompositionen dann auch im Kniebereich ein. Und was wir bei den Rennsportkombis eben halt auch machen, das habt ihr auch auf der Rennstrecke, dass auch der Schienenbeinbereich auch noch als Übergang zum Stiefel gut geschützt ist. Ja, ich muss dich kurz unterbrechen, weil ich muss dir was sagen. Ich habe alles mitgemacht, wie ich angefangen habe, wie ich das erste X-Kombi gekriegt habe, glaube ich 1994 oder so. Da waren ganz viel von diesem schlagdämpfenden Material drinnen. Weißt du, so ein bisschen soft und so. Und du denkst, ja, das ist ja... Ich weiß nicht, weil gleichzeitig haben Konkurrenten ganz harte Schallen gebaut, oder? Mhm. Richtig harte Rückenprotektoren. Ja. Und später hat man dann auch so harte Rückenprotektoren verwendet. Und ich muss sagen, vom Sturz her sind diese Materialien das ist aus meiner Erfahrung her viel besser. Naja. Es ist im Grunde genommen auch so, dass ein hartes Material kann nicht Energie aufnehmen, ne? Also nicht verarbeiten, das kann die bloß verteilen. Also was man machen kann, man kann eine Hartschale einsetzen. Das machen wir hier oben in dem Bereich zum Beispiel, eine Hartschale und unten drunter sitzt ein Protektor. Und wenn die jetzt hier einen Einschlag kriegt, dann verteilt die Hartschale den Einschlag oder die Energie auf den Schaum darunter. Mhm. Aber hast du den Schulterprotektor nicht darunter, wird eigentlich 1:1 bei der Hartschale der Schlag übertragen. Und deswegen ist heute in jedem Protektor immer ein dämpfendes Material drin. Und dann liegt das Geheimnis da drin, wie schäumst du so ein Material, wie entwickelst du das und wie viel investierst du in die ganze Entwicklung. Ja, und das ist ja so ein Thema, was wir bei X eben halt ernst nehmen. So, was haben wir sonst noch Spannendes? Logischerweise Ellbogenschleifer. Ich habe es in allen Farben. Genau. Die kann natürlich jeder austauschen, ob er Kawasaki fährt, grün
Rot, Blau, Gelb, jede Farbe ist möglich. Also der Kombi, der kommt jetzt nicht so kunterbunt, nicht? Wie so. Nee, wir haben den in der Regel so schwarz-weiß ausgestattet und dann kann jeder seine eigene Farbkomposition passend zum Motorrad, zum Helm und so weiter. Aber das kann er schon beim Kaufen sagen, dass er gern, oder muss er die dann dazu kaufen? Ja, die, oder kann die er sollst du ja abschleifen und dann kaufst du die neuen Farben dazu. Ja? Aber serienmäßig sind auch die Knieschleifer mit im Preis drin, wenn du so eine Kombi kaufst. Ne? Und ich habe es allerdings noch nicht geschafft, mit dem Ellenbogen auf den Boden zu kommen. Das ist nicht ich so. Ich schaffe das regelmäßig, aber meistens schleift dann der Helm auch mit. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich noch fahre, nein. Ja. Gut. Logischerweise haben wir hinten natürlich noch den Höcker drin, auch vorbereitet für ein Trinksystem. Ich weiß nicht, mit dem Ausgang hier oben. Nutzt du das bei deinen Rennen oder nicht? Ich habe das nur in Suzuka genützt, immer, weil es extrem heiß ist, extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Und ich muss sagen, in Suzuka würde die Stunde beim Langstreckenrennen, bei den 8 Stunden von Suzuka, würde ich nicht eine Stunde durchstehen, wenn ich nicht inzwischen was trinken kann. Und da habe ich immer aber nur die lange Gerade genutzt und immer nur ganz wenig getrunken, weil wenn du bist ziemlich verausgabt und du kannst keine großen Schluck nehmen, weil dann du verschluckst dich oder so. Und es ist extrem wichtig, dass man es hat, wenn man es braucht. Ich weiß, andere nutzen das überall, aber ich kann es nicht. Ich kann nur wirklich auf der Rennstrecke, ich könnte auf der Isle of Man, könnte ich es nicht nutzen. Das würde ich nicht, weil es so bucklig und wellig ist, also dann schlagst du immer so dahin. Und es ist nicht so einfach, dass man wirklich einen ruhigen Moment findet, dass man mal trinken kann und das schlucken kann. Aber ja, ich kenne andere, die nutzen das durchwegs. Und das ist auch eine Gewohnheitssache wahrscheinlich. Ja, ich sag mal so, um mal so einen kurzen Einblick in so eine Kombi zu kriegen, denke ich mir, war das so eine ganz gute Übersicht schon mal. So eine Kombi gibt es natürlich auch schon in verschiedenen Farben. Sie gibt es auch als Zweiteiler natürlich, dann mit Verbindungsreißverschluss. Wir haben Langgrößen, wir haben auch Kurzgrößen im Programm, also das komplette Sortiment, auch andere Modelle. Und wenn ihr Spaß habt, dann könnt ihr einfach mal auf ixs.com schauen. Dort haben wir das komplette Sortiment. Und ja. Anselm, aber jetzt habe ich noch eine Frage. Ja. Rückenprotektor, ist der schon fix eingebaut oder muss man den jetzt noch separat? Nee. Der ist serienmäßig drin. Ne? Es ist ja so eine Geschmackssache auch. Ne? Viele tragen unter der Rennkombi auch gerne einen separaten Protektor, den man eben halt als Weste trägt. Wir haben den aber serienmäßig mit drin und das auch Level 2. Das ist so der höchste Dämpfungslevel, den man beim Rückenprotektor haben kann. Der gehört logischerweise bei uns dazu. Ja, ich habe immer einen separaten Rückenprotektor gehabt, zusammen mit Nierengurt. Ja. Und dann, wie ich die ersten Kombis gekriegt habe, wo der Rückenprotektor eingebaut war, dann hat mir das gefehlt. Ich habe mich total unsicher gefühlt, weil der Nierengurt, der da herumgespannt hat, der war weg. Und liegt vielleicht auch am Bauch. Ja, danke. Gibt es für dich auch einen Rückenprotektor mit Nierengurt? Oder? Ja. Übergröße für den Bauch. Nein, und ich habe dann separat einfach immer nur Nierengurt angezogen, aber jetzt fahre ich ohne. Man sieht, wie sehr Mensch ein Gewohnheitstier ist und es hat mir einfach gefehlt, das Gefühl. Aber der eingebaute Rückenprotektor ist für mich einfach besser. Mhm. Ist besser, weil der mit dem Kombi mitgeht und der andere hat sie immer ab und zu verschiebt sich oder kann sich auch gesperrt und so weiter. Ja. Und da hast du immer müssen separat runterrutschen, er ist oben rausgekommen und dann hat er am Hinterkopf gerieben. Mhm. Und von dem her ist für mich der eingebaute Rückenprotektor sicher die bessere Lösung. Gut, super. Haben wir ja auch so umgesetzt. Sollen wir noch mal kurz auf deine, die neue Kombi. Also jetzt mit der bin ich speziell noch gar nicht gefahren. Die habe ich jetzt noch zufällig hinten im Bus drinnen gehabt. Und wie gesagt, was für mich wichtig ist, ist absolute Bewegungsfreiheit. Auch wenn ich dann, sie muss einfach 100% passen, wenn du am Motorrad sitzt. Mhm. Wenn ich jetzt aufrecht stehe, dann wenn das leicht spannt, das macht mir nichts, das ist egal. Am Motorrad, es ist ganz wichtig, dass du mit den Ellbogen, also mit den Armen, echt Bewegungsfreiheit hast. Mhm. Weil das ist oft so, dass es sonst spannt, wenn das Rückenteil einfach nicht richtig ist oder zu wenig Stretch ist. Und natürlich an den Beinen, dass du die Beine komplett bewegen kannst. Wenn in Wirklichkeit richtig gut Motorrad fahren, das Motorrad beherrschen, kannst du nur, wenn du das Motorrad fahren lässt und
nicht du dich anklammern musst und dann Inputs ins Motorrad gibst, weil du nicht frei beweglich bist. Und das ist ein Fehler, den viele oft machen. Sie im Motorrad sitzen und dann müssen sie sich an die Lenker festhalten, weil sie vielleicht können sie sich nicht richtig bewegen oder sind. Und dann macht das Motorrad natürlich, fängt es zum Zappeln und zum Zwirbeln an und das ist nicht gut. Es fährt nicht mehr dorthin, wo es sollte. Und das ist eben die Bewegungsfreiheit in den Beinen und darf in den Rücken. Und das ist für mich das Wichtigste, ja. Ja, gut, ansonsten. Gut. Was wir übrigens ja auch machen, du kriegst ja von uns die Maßkombi immer. Wir machen natürlich auch Maßkombis, also derjenige, der eine Maßkombi braucht, ne? Bei vielen ist es ja auch so, wegen den Proportionen, riesig groß oder ein bisschen Volumen oder kürzer, da machen wir die Maßkombi auch. Die gibt es eben halt auch auf ixs.com. Da gibt es einen Konfigurator, da kann man sich seine eigene Kombi zusammenstellen, Farben und so weiter, auch Labeling machen. Und das ist noch die Alternative zu der Kombi, wenn man mit einer Kombi von der Stange nicht zurechtkommt. Ja, ich muss sagen, dass mein Maß, also so 1,76 Meter mit knapp 80 Kilo, das ist genau Größe 52. Passt, ne? Und da, ja, das passt dann ganz genau. Und von dem aus kann ja jeder ausgehen, dass das, wenn er ein bisschen größer ist und dünner, nimmt er halt eine Langgestellte, ist ein bisschen so wie du, dann nimmt er halt eine Breitgestellte. Ich hoffe, so ist es gefährlich, so Videoaufnahmen ohne Helm und ohne Lederkombi. Ja, nein. Gut. Ja, dann alles klar, vielen Dank und bis demnächst mal. Ciao. Danke, tschüss.